it wasn't enough, 75 minutes, we need to improve on that. Tja, um was mitzunehmen, reichen 75 Minuten eben leider nicht. Aber ungefähr 10 Minuten reichen, um drüber zu reden. Und damit herzlich willkommen zu Werder TV Inside. Ja, auch wenn es schwerfällt, kümmern wir uns um das Spiel unserer Profis gegen die Bayern. Und wir schauen, was unsere U23 gegen Magdeburg abgeliefert hat. Aber wir wären nicht bei Werder TV Inside, wenn es nicht auch gute Nachrichten geben würde. Und zwar aus dem Nachwuchsleistungszentrum und von unseren Fußballfrauen. Und wem das noch nicht reicht, für den haben wir ganz am Ende Uwe mit einer Geschichte, die, ich verspreche es euch, wirklich jeden zum Lachen bringt. Wo soll ich da noch schlechte Laune haben? Aber erstmal Bayern. Ja, was soll man da sagen? Man hat es gesehen, dass wir es mit aller Macht wollten, ja. Aber hat leider nicht sollen sein. Then it's of course a bad feeling standing afterwards and have lost 2-0, but in two situations we're not sharp enough and then when we play good teams they punish us. Und dann ist das halt so, uns reichen 75 gute Minuten nicht und den Bayern reichen 3. Der ist jetzt gefährlich, Come on. 0-1. Robert Lewandowski mit dem Führungstreffer. Ja, jetzt sitzt gefährlich, Lewandowski. Lewandowski 0-2. Und den machen eben in der Bundesliga auch nicht so viele auf diese Art und Weise. Ja, muss man anerkennen, auch wenn es bitter ist dann. You know, it's 32 games left, I think, of the season. So we have to look forward. But of course now I'm very disappointed and very tired and empty. Tja, das kann ich verstehen und deswegen reicht das jetzt auch zum Spiel gegen die Bayern. Aber eine schöne Sache gab es im Weserstadion doch noch, und zwar für unser Mitglied des Spieltags bei Meet and Greet mit Uli Borowka. Es ist Wahnsinn, es ist toll und genau das ist es. Die Fans, die sollen auch mal die ehemaligen oder auch Aktive mal greifen, wenn sowas ist mit Meet and Greet. Das kann man auch mit Aktiven machen, wenn der ein oder andere mal gesperrt ist oder wie auch immer, hat er dafür mal Zeit. Aber das sind einfach Ansätze. Mir gefällt es, ich finde es klasse und ich denke den Fans auch. Ja, und wir haben uns gefreut, dass du endlich mal wieder hier im Weserstadion vorbeigeschaut hast. Werder ist mein Verein und ist in meinem Herzen durch und durch. Und doch, ich bin schon sehr aufgeregt, also dass ich heute nach langer Zeit mal wieder hier bin. Bin auch sehr angespannt, aber die Freude ist wahnsinnig groß. Und ich hoffe, dass die ein oder anderen Besuche jetzt in Zukunft dann folgen werden. Das hoffen wir natürlich auch. Du bist immer herzlich willkommen, nicht nur als Werder-Legende, sondern auch als Typ der Woche. Denn wer Werder so im Herzen trägt, der hat es einfach verdient. Und wir schauen jetzt einfach als Ablenkung von unseren Profis auf unsere U23, die ist in der dritten Liga noch war ungeschlagen. Wir hatten den Ball, wann wir ihn wollten. Wir haben die Räume gefunden. Und deshalb war ich mit der zweiten Halbzeit total zufrieden. Und daran ändern im Grunde auch die 3 Gegentore nicht. Ja, ordentlich gespielt, trotzdem verloren. Das passt ja irgendwie zum Wochenende. Aber zum Glück hat das auf den Werder-Nachwuchs nicht abgefärbt. Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Werder U17 macht im Moment da weiter, wo sie in der vergangenen Saison in der Bundesliga Nord-Nordost aufgehört haben. Sie siegen und siegen und siegen. Gegner diesmal der erste FC Union Berlin, der nach 6 Minuten zu Recht einen Strafstoß gegen sich gepfiffen bekommt und den Max Weikert auch souverän zum 1:0 verwandelt. Was folgt, ist der große Auftritt des Malik Mimicevic. 3 Tore hintereinander in der 17. Minute. Zunächst das 2:0, ehe er in der 33. Minute den 3:0 Pausenstand markiert. Auf ungewöhnliche Art und Weise. Um keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff auf 4:0 zu erhöhen. 3 Tore in diesem Spiel, wodurch er auch in der Torschützenliste mit 5 Treffern nun ganz oben steht. Aber er steht ja bekanntlich nicht allein auf dem Platz. In der 73. Minute ist es dann Mike Navrocki, der auf 5:0 erhöht. Und Gabriel Hirsch vollendet zum 6:0. Vierter Sieg im vierten Spiel bedeutet Platz 1 in der Tabelle der Junioren-Bundesliga Nord-Nordost.
Ähnlich souverän ist nun auch Werders U19 in die neue Saison gestartet. Den 0:3 in Braunschweig ließen sie gegen den TSV Niendorf die entsprechenden Taten folgen. Luke Ihorst mit der Führung nach 27 Minuten ohnehin. Einige Spieler aus Werders Beden, starker B-Jugend mittlerweile hier in der A-Jugend zu Hause. So wie auch David Lennart Philipp, er mit dem 2:0, 4 Minuten vor der Pause. Niendorf aber machte sich das Leben selbst schwer, kassierte noch im ersten Durchgang glatt rot wegen Schiedsrichterbeleidigung, folglich nur noch zu 10 und zu allem Überfluss gab es kurz nach Wiederbeginn und Handspiels im Strafraum auch noch gelb-rot, sodass sie ab der 47. Minute nur noch zu 9 auf dem Feld waren und Werder in Person von Bennett Vandenberg das Ergebnis mit 3:0 nach oben korrigierte. Werder nahm das Tempo raus, kam aber auch so noch zu zahlreichen Möglichkeiten und noch schöneren Toren, so wie hier durch Tobias Tegeda das 4:0 in der 68. Minute. Was für ein wunderschöner Treffer. Und dann machte Jan Pelle Hoppe 3 Minuten vor dem Ende mit dem 5:0 dann auch noch den Deckel drauf. In der A-Jugend steht Werder mit 3 Siegen aus 4 Spielen auf Rang 3 in der Tabelle. Ja, genau so soll es doch sein. Gut spielen und gewinnen. Wobei, wenn wir ehrlich sind, nehmen wir auch nicht so gut spielen und trotzdem gewinnen. Ja, aber sowas kann auch ganz gerne mal nach hinten losgehen. Gerade in der ersten Runde im DFB-Pokal. Kennen wir ja. Gegen den Hessenligisten TSV Jan Kalden, also einen Viertligisten, verschlafen Werders Frauen fast die komplette erste Halbzeit. Liegen nach 20 Minuten verdient mit 0:1 zurück, weil Hildebrand in dieser Szene die Nerven behält und vorbei an Pauls zur Führung einschiebt. Werder wird erst im zweiten Durchgang seiner Favoritenrolle gerecht, kommt zu zahlreichen Möglichkeiten und durch Cindy König auch zum Ausgleich in der 64. Minute, der so langsam auch überfällig war, denn Chancen hatte Werder im zweiten Durchgang fast im Minutentakt. Allerdings mussten sie sich in Geduld üben und wurden durch das Küken auf dem Platz erlöst. Nora Clausen spielt eigentlich noch in Werders U17, ist in dieser Szene aber so abgezockt, als würde sie schon jahrelang in der ersten Mannschaft spielen. Ihr erstes Tor für die erste Frauenmannschaft zum 2:1 sichert Werder den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde. Gut, im Pokal geht es ja auch genau darum, ums Weiterkommen. In der nächsten Runde treffen unsere Fußballfrauen dann übrigens am 7. oder 8. Oktober auf den TSV Limmer aus der Regionalliga. Und ich sag mal so, also das Achtelfinale sollte drin sein. Und damit sind wir durch für heute bei Werder TV Inside. Wobei, natürlich noch nicht ganz, denn jetzt kommt noch der Mann, der selbst dem größten Pessimisten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Ach, bei dem lacht sogar Chuck Norris. Hier kommt Uwe. Also, Leute, ich sag euch mal eins. Alle Fans waren weg, war kaum mehr was los an der Nordgrade. Ich hab die Klappe von dem Wagen hier dicht gemacht. Feierabend nach Hause fahren, weil ich war scheiße drauf. Ich war traurig. Da kommt so ein Fahrrad und ich denke, wer singt denn da? 3 Jahre, Mädchen. Und die singt auf einmal los. Werder Bremen, unser Leben lang. Wo soll ich da noch schlechte Laune haben? Sie hat es toll gemacht, weil von dann an habe ich gute Laune gehabt. Das war super, das war schön. Jetzt ehrlich, nein, die Mutti macht so und wir, ja, das ist super gewesen. Das rettet mir einen Spieltag, wenn wir... Wenn die Kleinen schon so Fan sind und da einfach überweggucken über so ein Spiel, weil die haben gut gespielt. Es war nur, das Ergebnis ist ein bisschen scheiße, aber das ist egal. Aber wir sind Fans und ich liebe den Verein. Aber ich will noch mal mit Delaney reden, weil ich glaube, ein bisschen hat auch mein Delaney-Glückstrikot letztes Jahr ein bisschen gelitten. Ich hatte es jetzt 2-mal an, hat nicht mehr so viel Glück gebracht. Vielleicht brauche ich mal ein neues. Schreibt mal in die Kommentare, was soll ich mir für ein Glückstrikot holen? Grün, weiß oder lila bleiben? Welcher Spieler? Tja, welcher Spieler soll es werden auf mein Glückstrikot? Ich wäre ja wieder für... Ja, aber mal schauen, was ihr dazu sagt. So, und jetzt pack ein und geh nach Hause. Und wir treffen uns in... Wo spielen wir? Damn Daddle, Damn Horst. Wir treffen uns in Damn Horst.